und Gefolgter Carsten vom Schottler Stadtlauf mit der Startnummer 69 ist im Ziel angekommen. Genau wie der Christian, schwarz gekleidet, schwarze Brille, moin Christian. Und die auf den Felsen mit der 1267 der nächste Läufer. Und Stefan, ein junger Leute ist mit dabei. Uwe vom TV Norden, jetzt ist mit dabei. Bert von Berwald, Harding Bull Jägermeister. Und Paul Berg, das hast du im Fernsehen gesagt. Hallo Jan, Dankeschön, nimm die Stöpsel aufs Ohr und du bist im Ziel angekommen. Du bist auf dem Ablauf. Wie der nächste von Karosserie Wein aus England. Hallo Martin. Hallo Mut zu, sonst passt er gar nichts mehr da. Und der nächste kommt ganz locker. Und der kriegt jetzt einen riesigen Applaus. Ganz locker. Wir wollen noch mal den Applaus hier hochbleiben lassen. Seien Sie dabei, das kostet nichts extra. Genau, für mich kriegen wir den Applaus wieder. Und André für die Startnummer von dem Hardinger Land 3290. Hallo André! Und gleich dahinter sehe ich den nächsten Läufer mit der Startnummer 3074. Wir folgen Sie. Wir wollen mal einige Leute jetzt durchlaufen lassen. Und dann führen wir gleich mal ein schnelles Interview mit Daniel durch. Der ist gleich nach vorne. Gib sie bereit. Hinter Stefan reinkommt. Ja, Daniel, komm mal rum. Wir begrüßen natürlich die nächsten Läufer hier im Zielbereich. Unter anderem, genau, da kommt mit der Startnummer 1328 mit Familiennamen Jürgen, Pani Jürgen. Er hat ja letztes Mal noch seine Tochter begleitet. Wir schauen mal, ob sie gleich ins Ziel kommt. Und wir begrüßen natürlich unter anderem, hallo Timo. Moin, Jan. Wunderbar, der Lippen-Keeper. Hallo, Janis. Und da ist sie, Inga Jürgen. Damit hätte ich jetzt wirklich persönlich nicht gerechnet. Hallo, Mark Oliver, MTV Thielmann. Und Inga ist im Ziel. Eine ganz tolle Sache. Vorhin hat sie sich noch fast ja geweigert, sich selbst gegenüber an den Start zu gehen. Und jetzt ist sie schon wieder im Zielbereich in Frankfurt. Auch ihr ein riesiger Applaus. Dankeschön. Und auch allen Läufern, die jetzt im Ziel kommen. Genau, jetzt habe ich hier mal ganz kurz kommen nach vorne. Ich begrüße die nächste Dame, Inter Franzen. Sie ist die zweite Dame heute im Ziel. Aber wie gesagt, zwischendurch bei allen Läufern, die wir mal kurz vorstellen. Daniel Wallis, er kommt aus der Ortschaft Wiesent. Da wo 660 Läufer heute. Wunderbar. Also wie gesagt, er ist mit dabei. Dankeschön, Daniel, für deine Teilnahme. Mach weiter so und viel Erfolg. Viele warst du unterwegs? Na gut, du. Sind wir mal gut. Das wäre halt auch zu träumen drin, ne? Alles klar, das machen wir. Und die nächsten Interviewpartner kriegen wir gleich noch hier. Aber zuvor erstmal Marco von der Firma Intercom im Ziel angekommen. Und ich sehe da die nächste Dame. Sie wird natürlich mit einem riesigen Applaus in Frankfurt. Das ist die Nicole. Und da kommt der nächste. Hallo, hallo, wunderbar. Und Jan ist auch im Ziel. Und der nächste Herr Klaus ist angekommen. Und die nächsten Herren sollen wir alle fangen. Und den letzten Meter. Die nächste da kommt Uwe. Man kennt ihn natürlich aus dem Oberledinger Land, aber bitte nicht mehr in, auf den letzten Metern im Zielbereich geholt. Seepatschule, starke Film, wie wir Ennerkorn. Da ist der Rekord auf den letzten Metern. Wir freuen uns natürlich. Oh ja, Entschuldigung. Das hier die nächsten Läufer. Moin Hendrik, moin Clemens, junge Junge. Man muss sich mal überlegen, diese Leute sind 40 Kilometer gelaufen und kriegen nur ganz geringen Ablauf. Wo ist der Ablauf? Super, Thomas, Edgar, alles, Jungs, so wie der Wolfgang mit einem Lächeln auf den Lippen. Wir nehmen natürlich gerne mit bei diesem tollen Lauf, genau wie Gertrude Fehl, Gertrude Fehl. Und in diesem Rodriguez sehe ich gerade, dann ist der Geld im Ziel. Und da die Sparkasse mehr Bittmann mit der Startnummer 1372. Und dann die EWI-Machung mit dem Günther, der Richard ist im Ziel. Dann Tita, das ist natürlich aus Leer. Und da kommt die nächste Dame, unsere Eva Brinkmann aus Leer. Auch eine der Top-Läuferinnen, war auch schon den Ausflug gewonnen. Genau wie die Läufer, die 184 im Ziel. Hallo Hans-Dieter, Dankeschön. Und da sehe ich die nächste, der Trinker Schörn aus Ausflug. Das ist schon mal mitgelaufen. Und da kommt der Anna Wiesel-Holdrin, der ist schon mal ein Ziel.
bei Wilfried. Herzlich willkommen, Ossi Lopa und EDE Bad Lopa, zum Beispiel der Andreas, ist im Team. Und dann kommt einer vom Tuskine, er winkt mit der linken und mit der rechten. Das ist der Hahnpaar. Etwas ist vor über Ossi Lopa. Schauen Sie auf der Seite vom Tuskine, bitte. Und da sehen Sie alles, was aufkommt. Hallo Hendrik, alle mal kleine Stück mit dem Rücken stehen. Hier ist natürlich immer mit dabei. Helgi aus Wiesbaden. Moin Maler, danke schön für dich. 61, hallo Renko. Moin Ingo. Hallo Manfred, du bist im Team, Lindy Brüller, hallo Niklas. Ja, jetzt geht es natürlich immer Schlag auf Schlag, weil wir eine ganze Gruppe hier antritt. Zum Beispiel Ralf von der MRG. Und bitte langsam, ihr seid jetzt langsam, langsam. Wir sind heute noch nicht im Bremsen, wir müssen noch nicht durchlaufen. Enerkorn, die Windmühlen dreht sich zwar gut, aber nicht zu schnell laufen, das muss ich sagen. Tagesläufer mit der 433, da kommt der nächste, das ist der Eckhardt. Ganz locker die letzten Meter, läuft mit seinen Kollegen hier im Ziel. Seefahrtschule mit Malzertweg und der Sören, komplett gut. Langsam, Jungs, langsam. Ihr seid im Ziel. Wie gesagt, hallo Albrecht, Bremski, Geschwindigkeit auf. Gehen Sie da von mir her, wenn du sie. Und da kommt die nächste Dame, zum Beispiel der Torf von der Welt. Und da bin ich mal wieder drin. Michaela, ich kann es nicht lassen, ich grüße dich. Und gleich gefolgt von Stefan, der aus Ilowa-Film kommt. Hallo Volker, herzlich willkommen. Ja, wir haben unseren Spaß hier beim Oslo. Auch das wird mit Engel. Oh, langsam, langsam. Die Helmut ist da auf Audi. Lehrer ist natürlich vom Beruf. Oslo, Fredo ist mit dabei. Wie gesagt, Spaß muss sein, wenn hier einige Läufer läuft. Ich kenne ja sehr viele. Moin Wenzel mit dabei. Hallo Erik, herzlich willkommen. Der nächste ist der Holger. Er ist auch im Ziel angekommen. Wie gesagt, der Spaß muss einfach sein, hier beim Oslo. Halt! Andreas, du bist, oder André, du bist im Ziel, lauf langsamer. Dankeschön, ihr seid im Ziel, braucht jetzt nicht mehr zu überholen. Nutzt die letzten Meter, nämlich ihr kriegt auch einen riesigen Applaus, darum lauft ihr auf den letzten zwei Metern so langsam, weil ihr die Besucher und Besucherinnen fordert, hier zu applaudieren. Genau wie Anja! Herzlich willkommen in Blankenburg! Und der nächste folgt ihr. Auf den letzten Adolf und der nächste von T-Von Dorn, der jetzt hier gleich die Ziellinie überqueren wird. Zum Beispiel der Sven. Hey, ja, und der nächste kommt, das ist der Walter. Er läuft für die Firma Enerkorn. Und dann kommt die wilde Hilde, ich darf es sagen, Hilde Steinke, eine Etappe des Ausgelobes. Annette Kisch aus der Gemeinde West-Oberledingen ist mit dabei. Das ist der Björn von den EWE Bad Lopa. Der nächste Christian trägt das Shirt vom Ossilog und war natürlich schon wieder dabei. Karl-Heinz Helmut, von Hals, Riesen, Holbrin. Und da kommt die Vidina, sie geht in Hand nach. Und da kommt Harmut Tumba, über den ich so viel gesprochen habe. Mit seinen Kollegen sind sie im Ziel angekommen. Und das ist natürlich ein riesiger Extra-Applaus für Harmut Tumba, der hier, wie gesagt, sein Fahrrad abstellt, im Ziel kommt. So wie Johann. Und dann zum Start läuft. Absolviert 40 Kilometer, so wie der nächste Jürgen Kleemann aus Roderfee. 22. Mai ist er dabei, wenn es heißt Hamburg Marathon oder im Herbst mit mir zum Beispiel. Moin Moin, den Marathon in Köln abzuwählen. Ja, so kommen sie hier reingeflogen. Moin Jürgen, die letzten 2-3 Meter. Und er hat bunte Bäden gebeten. Ein Gift, ja, aber es ist Waldbier. Ein Dietmar. Ja, das ist die Versorgung unterwegs. Wie gesagt, wir haben nicht nur hier Versorgungsstände, auch unterwegs werden die Leute natürlich versorgt. Mit zum Beispiel Friedrich Jörg und die nächsten Wochen, Friedrich und Claudia, sind im Ziel angekommen. Sie sind auch bei vielen Laufveranstaltungen immer mit dabei, wenn es heißt, Spaß haben am Laufen. Von Wolf, ein Kumpel von Rick und Gemarino, siehst du, man kennt sich. Und der nächste von der Firma Enerkorn läuft mal ein bisschen langsamer, ist im Ziel. Hallo Wilko, hallo Hans-Jürgen, ich muss hier ein bisschen abbremsen. Von Wolfgang, leider Schiff, Lorna, nein, die nächste Dame ist im Ziel. Dankeschön für deine Teilnahme.